Freunde, willkommen hier beim Volatin Live on Air on Twitch oder auf YouTube. Je nachdem, wo ihr gerade geht, steht, sitzt und schaut. Ja, ich möchte euch begrüßen zu Need for Speed 2015, ist das, glaube ich, wo wird es genannt. Zumindest das Neue hier aus diesem Jahre für die PS4 und die anderen Konsolen, glaube ich, auch. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, habe ich, glaube ich, einen Money Glitch oder einen Money Bug gefunden. Sicher bin ich mir noch nicht. Ich kann euch nur empfehlen. Ich habe hier eine Mission, und zwar eine Mission von Amy. Die nennt sich Rot ist schneller. Ist ein Zeitrennen, gibt 7000 Dollar und 18000 Reputation Punkte. Ob die Reputation auch immer dazu kommen wieder, weiß ich nicht ganz genau. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Können wir gleich mal schauen. Aber auf jeden Fall. Doch, ich sehe gerade an meinem Level, das kommt dazu. Heißt das auf jeden Fall jede Runde 7000 Dollar und 18000 Reputation Punkte. Es ist so, dass ihr eine Route beenden müsst, wo ihr mit 241 km/h Mindestspitze durchs Ziel düsen müsst. So, ich kriege das irgendwie nicht hin und habe mich immer gewundert, warum ich immer wieder Money bekomme. Bei den anderen Missionen, die ihr hier so seht, das waren ja frühere Missionen, wird selbst, wenn man es nicht schafft, die Belohnung runtergesetzt. So, und das Event als beendet gesehen. Und es gibt ja immer nur einmal so eine hohe Summe und dann wird es ja immer kleiner. Verbessert mich, wenn es falsch ist, aber das ist mir, glaube ich, aufgefallen. So, und hier ist das eben nicht. Bei Rot ist schneller, das ist eine Mission der Mittelstufe, gibt es jedes Mal 7000. Das heißt, ich bin ja schon da, mit meinem Fake BMW Nissan Skyline da so, ne, ein bisschen schon ramponiert. Wir werden das einfach mal zusammen machen, das heißt, wir düsen einfach da durch. Es gibt nur zwei Mindestanforderungen, die ihr schaffen müsst. Das ist einmal das Ziel erreichen und nicht mit 241 km/h, sondern weniger. Ja, ihr habt es gehört. Der Lauf muss zählen, das geht nur bei 241 km/h. So, das heißt, wir düsen hier einfach durch. Ihr habt 3 Minuten 13 Zeit für 32 Sparks, Kontrollpunkte. Dürfte locker auf lockig von der Hand gehen. Ich bin meistens so um die 3 Minuten, brauche ich. Das heißt, ja. Wenn es euch nicht interessiert, wie scheiße ich fahre. Oh, das war vorhin schon mal besser. Dann spult einfach jetzt ungefähr 2,5 Minuten vor. Dann sehen wir uns gleich. Aber wer nicht will, kann auch weiter gucken und sehen, wie bescheuert ich fahre. Ab und zu habe ich mal gute Runden. Die gerade fängt schon scheiße an. Aber im Endeffekt geht es ja eh ums Ende. Also ich habe dadurch jetzt schon in ein paar Rändern knapp... Ja, was waren das jetzt? Knapp 35.000 gemacht. Wie ihr seht oben, ich bin bei 71,9, war vorhin bei 38, wo ich mit der Mission angefangen habe. Ja, die Strecke ist eigentlich relativ easy, finde ich. Es sind nur so zwischendurch, so hier, wenn das Auto mal nicht in den Slide kommt. In den Drift, ein bisschen nervig. Autos sind mir auch schon oft in die Binse gefahren. Einfach mal so aus heiterem Himmel. Oder einer fährt in mich rein und ich drifte in ein anderes Auto. Super. So, ich muss bei Spark 20 mindestens oder maximal zwei. Alter. Mindestens. Ja, ich bin locker flockig in der Zeit, sogar noch schneller als wenn ich überall gegen fahre. Übrigens, ihr seht es, Reputation bin ich auf 21,3 Viertel. Nein. Robin, wir haben jetzt keine Zeit zum Driften. Robin ist auch schon ins nächste Gebiet abgehauen. Oben in den Bergen ist das, glaube ich. Oder habe ich jetzt gerade keine Lust drauf? So, wenn ihr hier an der Brücke seid, ist es schon bald zu Ende. Uns wird gleich wohl die Polizei entgegenkommen.
Das ist aber normal, sofern ihr da nicht groß Müll baut, hauen die nach der Mission quasi ab, dann verfolgen die Amy. So war es zumindest bis jetzt. Wenn sie dann kommt, jetzt kommt sie irgendwie nicht. Oh, macht nichts, wir brauchen eh nicht so viel Karma. Zeit haben wir noch. So, hier ist Bug 30. Jetzt wird es hier auch ein bisschen tricky, für wenn man Nitro benutzen würden wollen. Weil die Amy fällt einem direkt vor der Nase. Das geht dann so auf die. So, da ist das Ziel. So, rot ist schneller. Und bam! 7000 Dollar haben wir gekriegt. Und denkt dran, Reputation war aber für 21¾. Gibt wieder 28.000 Punkte. Und wir können ja mal gucken. Ihr seht, die hauen ab. Ich bekomme auch andauernd neues Accessoire für die Autos. So, und ihr seht es, wir haben 78.000 und sind in 22er Level. Das heißt, so könnt ihr Money Farm und Reputation. Ja, ohne irgendwie groß euch anstrengen zu müssen. Ihr kommt auch ganz locker flockig wieder zurück. Da braucht ihr nicht lange, und um euch zu zeigen, dass es wirklich funktioniert und nicht, dass ich das jetzt das erste Mal gemacht habe. Und weil da Money Glitch steht, sich alle freuen und ich ganz viele Klicks bekomme, machen wir das Ganze nochmal. Ich hoffe, die Runde wird besser. So. Denkt dran, 78.921 Dollar, Reputation 22, was ist das, ein Achtel ungefähr. Wir machen noch ein Rennen. Sonst denkt ihr, wo ich erzähle hier Quatsch. Ja, ja. So, und das heißt, theoretisch habt ihr dieses Farmen dauert immer 3 Minuten plus die Zurückfahrzeit und die Ladezeit. Sind wir vielleicht bei maximal 3,5 Minuten pro Rennen. Pro Farming-Rennen, und ich finde, das ist eigentlich für die Ausbeute recht cool. Dadurch könnt ihr auch ganz schnell hohe Level freischalten, die schweren, weil da gibt es noch mal mehr Money, und wenn man Glück hat, ist das bei allen Missionen so, oder ist es wirklich halt nur bei dieser, aber vielleicht gibt es dann auch große Missionen, bei denen das so ist, dann kann man halt vielleicht mit einem Farmrun eben gleich 10.000 Dollar einfahren oder so. Und dann kann man sich auch mal ganz schnell einen Ferrari leisten. Wie gesagt, ich fahre hier mit dem BMW M3, der 2006er Version. Ja gut, mittlerweile ist es jetzt mit dem Design vom Nissan Skyline aus The Fast, Too Fast and the Furious. Hab aber vorhin mal ein Bodykit drauf gesammelt. Ich finde es ganz geil, es sieht richtig heiß aus. Aber der nächste Wagen, der ist auch schon quasi, steht schon auf der Liste. Ich weiß nur noch nicht welcher. Und der hier wird dann zum Driften umgebaut. Komplett. Oh, jetzt muss ich mich kurz am Ohr kratzen. So ein bisschen. Komm, geh weg, Amy. Wir haben sie überholt. So, ich kann leider natürlich keine Special Effects hier einbauen fürs Video. Das heißt, das Video geht quasi ja ohne Bearbeitung so auf dem Stream, dadurch, dass ich leider keine Capture Card habe. Kann ich es nur direkt immer von Twitch laden. Deshalb tut mir das leid, wenn es doof aussieht und da immer was ist. Aber ich denke, damit kann man leben. So, wir sind bei 2 Minuten bei Spa 22 war das jetzt. Ich konnte es nicht genau erkennen. Ja, 24, 2 Minuten 18, ja, das ist noch gut im Rennen. Amy ist irgendwie ganz weit hinter uns. Weil theoretisch könnten wir das Rennen beenden. Wenn wir Glück haben, die wird uns nämlich nicht vor der Nase rumfahren, aber das machen wir natürlich nicht. Wäre ja doof. Aber theoretisch könnten wir es jetzt beenden. Aber das wollen wir natürlich nicht. Jetzt legen wir einen coolen Drift hin, zack.
So, und ihr seht es, Bank, 7000 Dollar. Denkt dran, wir waren auf Reputation 22 ein Achtel, kriegen wieder 28.000 und haben 3 Achtel ungefähr geschafft. Damit, also da sagt mir mal einer, das ist nicht lohnenswert. Ja, nochmal zum Beweis, Mission fehlgeschlagen. 85.921. Vorhin waren wir auf 78.921 und Reputation gefarmt. Ja, das war ein kleiner, ich weiß nicht, ob man es als Money Glitch Bug bezeichnen kann. Relativ wurscht. So findet ihr aber hier diesen Fehler und könnt ihn vielleicht benutzen, so wenn ihr noch nicht so weit seid. Vor allem vielleicht für Neulinge gut, weil viele, die natürlich schon durch sind, können damit nichts anfangen. Demnach, hey Leute, habt ihr noch kein neues Auto? So farmt ihr euch ein Ferrari oder ein Lamborghini, wie auch immer. Ich sag danke fürs Zuschauen, schaut rein beim nächsten Video von Need for Speed oder schaut euch mal mein Video zum M3 an, einfach mal so. Könnt ihr euch den mal komplett angucken. Ich sag bye bye, tschüss, auf Wiedersehen, das war euer Volazin live on air on Twitch aus der PlayStation 4 mit seinem schrotten M3 Skyline. Von Brian. Also, bis zum nächsten Mal.